walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und wir sprechen heute einmal über Black Ops 3, über alle kommenden Serien auf meinem Kanal und die aktuell schon laufenden und ja, was uns denn oder mich denn so die nächsten Wochen erwartet. Ganz kurz zum Gameplay, das stammt freundlicherweise von David, ist ein 76:11, eine Nuklear auf Combine im Modus Herrschaft und ja, auf jeden Fall sehr geiles Ding. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal. Und ja, fangen wir einfach mal an mit Black Ops 3. Das ist ja mittlerweile schon seit 3 Wochen auf dem Markt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist bis zu diesem Punkt mein Lieblings-Call of Duty. Ja, tatsächlich ist es so. Es kommt oder es ist mein Lieblings-Call of Duty. Es liegt mir am besten, was die Waffen angeht, was das Gameplay angeht. Und tatsächlich habe ich auch in diesem COD die beste KD, die ich bisher hatte. Ich war nie ein besonders guter Spieler, das wisst ihr selber. Aber hier ist meine KD aktuell auf 1-2. Und ja, auf dem Weg nach oben tatsächlich steigt die weiter. Und das, obwohl ich ganz, ganz arg auf Challenges gehe, ganz arg auf Waffentarnungen. Ich spiele auf die Dark Matter Tarnung, also wer nicht weiß, was das ist. Sobald man alle Waffen im Spiel auf Gold hat, also inklusive Raketenwerfer, Pistolen, Shotguns, wirklich jede Waffe auf Gold, dann bekommt man, sobald man alle Diamant-Tarnung entsprechend hat, die Dark Matter Tarnung. Das ist eine sehr geil aussehende Tarnung und ja, auf die spiele ich aktuell. Da gehören einige Challenges dazu, zum Beispiel auf Headshots gehen oder Kills ohne Aufsätze, Kills mit 5 Aufsätzen und so weiter. Und mittlerweile habe ich alle MPs auf Gold, also quasi die Diamant-Tarnung dort freigeschaltet. Ich habe die M8 auf Gold, ich habe die ICR auf Gold und ich habe den ersten Raketenwerfer auf Gold. Und ja, also ich bin auf dem besten Wege, diese freizuschalten. Mit den anderen Waffen habe ich hin und wieder mal gespielt. Also Shotgun zum Beispiel habe ich eine, glaube ich, zu 50% abgeschlossen. Sniper habe ich bisher so gut wie gar nicht gespielt. Und auch die Secondaries, also Pistol zum Beispiel, habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Hin und wieder mal in einer Klasse, wenn ein Platz frei ist, aber wirklich nicht aktiv. Und ja, darauf spiele ich im Moment. Ich habe auch einige Challenges abgeschlossen. Also ich glaube, insgesamt habe ich, lass mich nicht lügen, ich glaube 39% aller Challenges im Spiel abgeschlossen. Bin kurz vor Master Killer, also da habe ich zum Beispiel 83% und auch beim Bootcamp habe ich 83% aller Challenges abgeschlossen. Da fehlen jeweils nur 2 Stück. Bei Master ist es zum Beispiel Quad Feeds, da fehlen mir jetzt glaube ich noch 6 Stück. Und Gnadenlos Medaillen, also eine 10er Streak, da fehlen mir, wenn mich alles täuscht, ich glaube 25. Darauf kann man aktiv spielen, auf die 10er Streak, also mit einem Team, also Dauerdrohne, Orbi, da sollte das nicht so schwer sein. Ich muss nur mal meine Leute zusammentrommeln, dass wir das mal machen, dann sollte das auch kein Problem sein. Quad Feeds, die passieren eher zufällig. Aber ich habe auch schon einige gemacht. Es zählen übrigens nur Waffen-Quad-Feeds oder Granaten-Quad-Feeds oder Specialist-Quad-Feeds. Also wenn ihr das auch machen wollt, dann bringt euch eine Killstreak leider nichts. Also mit einer Hellstorm 4 Leute zu holen und dann im Feed 4-fach zu stehen, bringt nicht viel, weil das zählt nicht. Ihr müsst wirklich mit einer Waffe, Granate oder mit einem Specialist diese 4 Kills machen. Und ja, wenn ich das dann alles abgeschlossen habe, bin ich dann quasi Killer Master. Da ist dann eine animierte Visitenkarte drin für mich. Und auch beim Bootcamp fehlen noch 2 Sachen. Ich glaube, einmal während dem Klettern und einmal während dem Rutschen. Sollte auch kein großes Problem sein, kann man auch aktiv drauf spielen. Aber ihr seht, ich spiele auf diese Challenges und obwohl man dort wirklich teilweise rundenlang nur auf Headshots geht oder wirklich ewig lang nur auf Rutschkills geht, trotzdem ist die KD nicht sonderlich schlecht für mich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit die noch steigt. Vor allem freue ich mich dann drauf, wenn ich die meisten Challenges abgeschlossen habe, wenn ich nicht mehr auf irgendwie Headshots oder so gehen muss, dass ich dann wirklich aktiv auf eine gute KD spielen kann.
Und dann bin ich wirklich mal gespannt, wie sehr die steigen kann. Und ja, meine Meinung zu Black Ops 3, einfach richtig geiles Spiel, macht richtig viel Spaß. Es gibt viele Fehler noch im Spiel, ihr habt es sicherlich in den ersten Wochen mitbekommen, aber man muss auch sagen, mittlerweile bessert sich das Ganze. Also es sind einige Bugfixes rausgekommen, man findet mittlerweile Lobbys, auch im Team findet man Lobbys, Arena funktioniert und ja, man verbindet auch regelmäßig oder ja, eigentlich fast immer zu den Call of Duty Servern. Das waren alles so Fehler, die am Anfang einfach drin waren. Und ja, zum Glück sind die mittlerweile draußen. So, und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich auf die DLCs in Black Ops 3. Ich bin richtig krass am Suchten. Ich bin jetzt mittlerweile im, lass mich nicht lügen, ich glaube im vierten Prestige, Level 3 oder 4. Also gerade erst angefangen mit dem Prestige, aber auf jeden Fall schon ziemlich weit. Klar, habe auch das Doppel-XP-Wochenende heftig ausgenutzt. Also dort einige Punkte, einige Level gemacht. Und ja, das auf jeden Fall mal meine Meinung zu Black Ops 3. Dazu wird es natürlich viele, viele Serien auf meinem Kanal geben. Ich war jetzt am Anfang nicht so sonderlich aktiv, habe einige ja, Videos rausgehauen, die ja eher so spontan waren, aber habe schon eine Serie angefangen, und zwar die das Pack Opening. Da solltet ihr die nächsten Tage auch ein 300er Pack Opening erwarten auf dem Kanal, also 300 Kryptos, und das wird dann regelmäßig fortgesetzt. Ob ich dann immer auf, keine Ahnung, 200, 300 spare, weiß ich nicht, oder ob ich dann einfach sage, okay, definitiv, was ich jeden Mittwoch kommt Pack Opening, egal wie viele Kryptos ich habe. Das sehen wir dann einfach. Und ja, so viel zu der Serie. Dann wird natürlich Suchen und Verstecken kommen. Ich habe bereits mit den Clan-Mates, also mit 5 Jungs aus dem Clan, Suchen und Verstecken auf allen Standard-Maps abgedreht. Also das haben wir auf jeden Fall schon erledigt. Und ja, das wird jetzt nach und nach kommen. Ich versuche einfach mal Pack Openings mittwochs rauszuhauen. Suchen und Verstecken wird sonntags kommen. Und dritte Serie, ja, Single, nicht Singleplayer, sondern Kampagne. Da habe ich mich mit David rangesetzt und die Kampagne auf realistisch gespielt. Realistisch ist quasi, wenn man eine Kugel abbekommt von den Gegnern, ja, dann ist man tot, und wenn beide Leute in dieser Mission sterben, wird man zurückgesetzt an den Anfang der Mission, beziehungsweise an den letzten Checkpoint. Und ja, das ist ziemlich heftig, ich muss es ganz ehrlich sagen, aber wir haben uns jetzt schon durch einige Missionen durchgekämpft. Das wird auch auf dem Kanal kommen, also ich plane das Ganze dann für, lass mich überlegen, Freitag ist noch frei, also Mittwoch Pack Opening, Freitag Call of Duty Kampagne und Sonntag Suchen und Verstecken. Und jetzt muss ich überlegen, eine Serie hätte ich noch. So, was war die letzte Serie, die ich geplant hatte? Tja, hätte ich mich mal vorbereitet. Ich weiß es leider nicht. Hier übrigens gerade die Nuke, die David gedroppt hat. Und ja, wie es meistens so ist, kaum droppt man die, stirbt man dann. Ich übrigens, bisher die höchste Streak bei mir waren, glaube ich, 23. Also die Brutalmedaille habe ich bisher noch nicht. Eine Nuke habe ich auch noch nicht. Aber ich bin auf dem besten Wege und ja, freue mich auf jeden Fall riesig, wenn es dann mal soweit ist. Die letzte große Streak, die ich hatte, war in Ghost, mein Campstrike in Frei für alle, das 30:0. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an den Facebook-Post damals. Leider gab es dazu kein Gameplay, weil die Playsee sich einfach gedacht hat, weißt du was, fick dich, ich habe dein Gameplay nicht aufgezeichnet. Aber ich kann ja mal den Facebook-Post unten in der Beschreibung verlinken. Da seht ihr auf jeden Fall einen Screenshot, den ich davon habe. Und ja, leider hier Black Ops 3 die höchste Streak noch nicht erreicht. Aber ich bin, wie gesagt, dran. Und ja, werde dann mal aktiv darauf arbeiten, wenn ich alles Große erledigt habe. Also die Tarnung und die Challenges und so weiter, wie ich das am Anfang gesagt habe. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, was ist die letzte Serie, die ich bringen will? Ich komme leider gar nicht drauf, aber was auf jeden Fall in der nächsten Zeit kommen wird, und vielleicht hat das auch der eine oder andere mitbekommen. Am 5. und 6. Dezember findet die offizielle Europa-Ausscheidung von der Call of Duty World Series statt. Call of Duty World Series ist ja eine Liga,
die in die weltweit stattfindet, also für Europa, für Nordamerika und Australien, Neuseeland, gibt es da jeweils Ligen. Und dort kann man dann, wenn man sich entsprechend qualifiziert, bis zu 200.000 US-Dollar gewinnen. Also im Finale dann kann pro Spieler 200.000 US-Dollar gewinnen und entsprechend bei den Vorausscheidungen schon kleinere Summen. Also insgesamt geht es dann da beim Finale, glaube ich, um 1 Million US-Dollar, so wie das auch in den letzten Jahren der Fall war in den COD Champs. Und da findet am 5. und 6. Dezember in Köln die Europa-Ausscheidung statt. Mit dabei sind Teams wie zum Beispiel FabE. Es sind natürlich viele europäische Teams dabei. Also Frankreich ist vertreten, UK ist vertreten, ich glaube Norwegen oder Finnland, ich bin mir nicht sicher. Und da wird man sicherlich den ein oder anderen bekannten Spieler aus Europa treffen. Und ich werde auf jeden Fall vor Ort sein, also die Tickets sind schon bestellt. Ich werde mit David dort sein, der ja auch dort aus der Gegend kommt. Und dort werde ich dann auf jeden Fall berichten. Es wird einen Vlog dazu geben. Ich werde mal schauen, ich bin mir sicher, der ein oder andere größere YouTuber wird auch vor Ort sein. Und mal gucken, vielleicht kann man ja da auch die ein oder andere Stimme einfangen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dieses Event. Und wie gesagt, Vlog gibt es dann von, ich glaube, Freitagabend, also Samstag, Sonntag findet es statt, von Samstagmorgen bis Sonntagabend. Ich reise freitags an und sonntagsabends ab. Genau, fahre dann über die Nacht zurück an den Bodensee. Und werde auf jeden Fall Vlogs raushauen, ab freitags dann schon. Und ich freue mich riesig auf dieses Event, weil es ist quasi nach der Gamescom 2014, wo ich ja im Booth drin war und so das ein oder andere Team habe spielen sehen, quasi in Competitive-Umgebung, wird es das erste große Call of Duty Event sein, bei dem ich bin. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, mal auf so einer LAN zu sein, das Ganze zu sehen. Das Gameplay ist hier an der Stelle zu Ende. Wie gesagt, ein 76:11, eine Nuklear von David. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so war, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch in Köln seid, dann haut es doch mal unten in die Kommentare, weil da kann man sich sicherlich auf dem Event mal treffen und das eine oder andere Foto oder Autogramm raushauen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den neuen Serien auf meinem Kanal, neuen alten Serien. Und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.